So, wir wollen im Folgenden am Beispiel von Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte Die Küchenuhr zeigen, wie man bei einer Klassenarbeit erfolgreich sein kann, und zwar mit System. Also nicht irgendwie, sondern mit einem System, das wir gleich vorstellen werden. Es geht insgesamt um die Frage der Inhaltsangabe, dann Frage, inwieweit es sich um eine Kurzgeschichte handelt, was die Aussage der Kurzgeschichte angeht, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Analyse und die Frage der Übertragung. Kann man mit dieser Geschichte aus der Zeit direkt nach dem oder am Ende des Zweiten Weltkrieges oder kann man damit noch heute etwas anfangen? Dann ist man im Bereich der Interpretation, das heißt, man überträgt es auf etwas anderes, wendet es an. So, wir haben das so gemacht, dass wir als erstes jetzt mal sagen, die Aufgabenstellung. Wichtig ist, und das ist der erste Teil des Systems, dass man sich die Aufgabenstellung zerlegt. Hier geht es darum, man soll eine kurze Inhaltsangabe verfassen. Das werden wir in diesem Video zeigen, wie das geht. Mit Angabe des Themas, auch darauf gehen wir ein. In einem weiteren Video werden wir dann darauf eingehen, weil es sich um eine Kurzgeschichte handelt. Und weil das in diesem Video jetzt noch keine Rolle spielt, lassen wir diese Sachen jetzt mal weg. Aber wir machen Folgendes. Wir haben uns einmal das Präsens hier sofort notiert. Bitte immer Inhaltsangabe im Präsens. Das wird ja in diesem Video eine Rolle spielen. Und wir machen das jetzt immer so. Das ist der erste Teil des Systems, dass man die Aufgabenstellung hier immer im Kopf hat. Wir selbst fügen sie auf jede Seite hier deshalb nochmal neu ein, um das klar zu machen. Die Aufgabenstellung immer im Auge behalten. Am besten sich noch vorher Gedanken machen, wie man es mit der Zeit macht, dass man das auch entsprechend hinbekommt. Aber das ist aktuell jetzt nicht unser Thema. Teil 2 des Systems, das machen wir hier oder zeigen wir hier, indem man wichtige Dinge sich einfach notiert, aus denen man dann später was machen kann. Erstmal für die Inhaltsangabe und später vielleicht auch dann für die Analyse, Aussage und ähnliches mehr. So, wir gehen die Geschichte mal jetzt kurz durch. Sie sahen ihn schon von weitem auf sie zukommen. Aha, sie, ihn, direkter Einstieg. Er fiel auf. Er hatte ein altes Gesicht, das wird wiederholt hier, obwohl er erst 20 war. Wem das hier so schnell geht, der kann ja kurz die Pausentaste betätigen und sich dann die Geschichte noch etwas langsamer anschauen. Da stellen wir also einfach fest, ne? Wir werden gleich sehen, was wir daraus machen, das machen wir dann gleich. Und dann zeigte er ihnen, was er in der Hand trug. Das war unsere Küchenuhr, sagte er, sah sie der Reihe nach an, die auf der Bank in der Sonne saßen. Das spielt anscheinend eine Rolle. Ich habe sie gefunden, sie ist übrig geblieben. Und dann wird hier die genauer beschrieben. Und man merkt, dass sie ihm gefällt, immer noch diese Küchenuhr. Sie hat keinen Wert, sagte er entschuldigend. Kommen wir ganz kurz hier zu dem, was man sich notieren könnte. Es geht ja eigentlich um die Figuren einmal. Da gibt es sie. Sitzen auf der Bank, wir haben hier die Zeilen dazu geschrieben, in der Sonne, da weiß man nicht so genau, heißt das, geht es ihnen besser möglicherweise, das weiß man nicht so genau. Er dagegen hat ein altes Gesicht, das wird wiederholt, Wiederholung hier ist ein künstlerisches Mittel und der Gegensatz natürlich, er ist erst 20, sowas kann man sich gleich vorne notieren, vor allen Dingen, wenn das in der Aufgabe auch eine Rolle spielt, das haben wir hier jetzt rausgelassen, weil man in der Klassenarbeit ja nicht alles machen kann. So, dann gibt es ja die Küchenuhr. Wichtig ist, sie war mal funktionsfähig. Er hat sie gefunden. Sie ist übrig geblieben. Aber sie hat eben eigentlich keinen Wert. Und das sagt er entschuldigend gegenüber diesen Figuren da, den Leuten, die auf der Bank sitzen. Das heißt, wir stellen fest, dieser Mann ist jemand, der durchaus, dem das klar ist, dass die Leute da andere Vorstellungen haben als er. Und dann wendet er sich ihnen zu. Er ist also eher so empathisch, so nennt man das, wenn man auch die Gefühle der anderen Seite mit berücksichtigt. Wir werden gleich sehen, dass das bei den anderen Leuten auf der Bank weniger der Fall ist. So, wir machen das dann immer so, dass wir hier bestimmte Dinge, die wir schon rausgefunden haben, gekürzt mitlaufen lassen. Es geht also um einen Mann. Küchenuhr zeigt sie Leuten auf der Bank und die hat eigentlich keinen Wert, aber es wird schon angedeutet, dass sie für ihn doch durchaus schön ist. Das wird jetzt hier fortgesetzt. Wir verzichten mal darauf, das alles jetzt vorzulesen. Das habt ihr euch vielleicht schon selbst durchgelesen oder ihr nutzt eben die Pausentaste dafür. Entscheidend ist diese Gegenüberstellung von immer nur aber. Ja? Sie ist nur
Sie ist nicht so besonders schön und so weiter, ne? Aber ne, für ihn ist sie mit dem weißen Lack und den blauen Zahn durchaus schön. Nur aus Blech und die Zeiger gehen auch nicht mehr. Sie ist innerlich sogar kaputt, das steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer. Wir werden dann später feststellen, dass dieses wie immer eine ganz große Bedeutung hat. Man merkt natürlich, dass wir die Geschichte jetzt schon kennen. Darum ist auch wichtig, so eine Geschichte mehrfach zu lesen. Dann merkt man nämlich plötzlich, dass es da Querbeziehungen gibt, auch wenn sie jetzt nicht mehr geht. So. Und dann sieht man auch, dass er sie sehr vorsichtig behandelt. Er sagt leise, sie ist übrig geblieben. Und von daher, dass der erste Wert ist, diese Uhr ist schön. Und der zweite Wert hier ist, dass sie eben übrig geblieben ist. Jetzt kommt die anderen Leute, die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe und die Frau sah in ihren Kinderwagen. So. Man sieht eine Distanz, aber einer zumindest nimmt etwas Anteil, sie haben wohl alles verloren. So, das heißt, er stellt die Frage, die man als erste natürlicherweise stellt. Und jetzt kommt hier der große Gegensatz. Und da können wir auch nochmal ergänzend hinzuschreiben, dass hier natürlich ein absoluter Gegensatz als künstlerisches Mittel da. Ja, sagte er, freudig. Denken Sie aber auch alles, nur Sie hier. Das ist natürlich jetzt eine sehr überraschende Sache und man kann jetzt fragen, warum er freudig ist und wir vermuten mal, ne, wenigstens etwas, nur sie hier, wird er ja auch gesagt. So, wir haben hier rechts die Sachen wieder zusammengefasst, die wir schon rausgefunden hatten. Eigentlich keinen Wert, aber trotzdem schön übrig geblieben. Leute sind distanziert, eher freudig, das war dieser Gegensatz. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Er hob die Uhr wieder hoch. Aber sie geht doch nicht mehr. Man sieht, die Leute bleiben auf diesem Normaltrip hier. Die Uhr ist nichts wert, die nicht mehr geht. Sie sind aber etwas interessierter als vorher. Und er sagt eben, und das wird im Einzelnen jetzt nochmal ausgeführt, aber sie ist eben schön wie immer. Und jetzt kommt etwas Neues hier. Jetzt kommt etwas, was er dann sehr stark hervorhebt. Das Schönste ist eben, dass sie um 2:30 stehen geblieben ist. Dann der ein Mann, ne, sagt dann wurde ihr Haus sicher um 2:30 getroffen, ne, so die gleiche Geschichte wieder. Hier wird ja auch das erwähnt, ne. Diese Leute sind auf so einem Normaltrip, ne. Sie können sich das nur vorstellen, was sie immer erlebt haben, worüber gesprochen wird und so weiter. Während der Mann ja auf einem ganz anderen Level ist, wie wir gleich noch sehen werden. So, auch hier fassen wir das jetzt wieder zusammen. Das geht eben hier darum, dass die Leute das für wertlos halten, für ihn aber sogar das Schönste, dann nicht nur eben den anderen Dingen, dass sie um 2:30, man weiß noch nicht, was das bedeutet, ne? Die Leute vermuten Zeit der Bombe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von den Bomben reden. Aha, merken wir uns so ein bisschen, er möchte nicht über Bomben reden. Nein, um 2:30. Er bezeichnet das hier als Witz, ne, was er jetzt gleich erzählen wird. Aber Witz heißt nicht, dass das lustig ist, sondern dass das etwas wie am Ende eines Witzes, die Pointe im Prinzip, das Besondere, das will er damit wohl hervorheben. Um 2:30 kam ich nämlich immer nach Hause, nachts meine ich. Wir erfahren nicht, warum er nach Hause gekommen ist. Aber auf jeden Fall werden wir gleich sehen, dass die Mutter darauf positiv reagiert. Er sah die anderen an, aber die hatten ihre Augen von ihm weggenommen. Er fand sie nicht. Das müsste man jetzt klären, warum die anderen sich so seltsam verhalten, nicht sich dafür interessieren. Unsere Hypothese, unsere Idee ist, dass sie einfach in ihrem normalen Trott sind und sich gar nicht für das Schicksal anderer Leute groß interessieren, ein bisschen höflich zuhören, aber mehr auch nicht. Da nickte er seiner Uhr zu. Ne? Die Uhr ist jetzt sein Kommunikationspartner. Er beschreibt dann, dass er Hunger hatte, wenn er nach Hause kam und seine Mutter, das ist jetzt das Entscheidende und das wird jetzt hier ausführlich beschrieben. Sie hat mich immer gehört, macht das Licht an, hat eine Wolljacke angezogen, einen Schal, barfuß ist sie da immer gewesen. Sie hatte schon geschlafen und sagt zu ihm nur so spät wieder. Mehr sagte sie nie. Und dann machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Wir haben das zusammengefasst als Erinnerung an die Liebe.
und die Fürsorge der Mutter. Und die bringt sogar das Opfer, ne, dass sie eben aus dem Schlaf nochmal sich wecken lässt. Anscheinend hat sie auch einen sehr leichten Schlaf nur gehabt, weil sie darauf gewartet hat. Und sie bringt eben damit Opfer und sie bringt ihm vor allen Dingen Nähe. Sie setzt sich dazu, isst nicht selbst mit, ne, räumt dann alles noch weg, während er schon im Bett liegt. Jetzt die letzte Seite. Betonung der Selbstverständlichkeit, ne? Und meistens immer halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand ich. Ich fand das ganz selbstverständlich. Und ich dachte, das könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich. Das alles war doch immer so gewesen. Und da merkt man natürlich, dass das für ihn eine ganz große Bedeutung hat. Und wir werden nachher noch sehen, diese Selbstverständlichkeit, die ist eigentlich etwas, was am Ende als Paradies bezeichnet wird und was die meisten Menschen eben gar nicht würdigen können und verstehen können, den Wert einschätzen können, solange sie es noch haben. Und erst wenn es nicht mehr da ist, dann bekommt es diesen ungeheuren Wert. Interessant, auch einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Das heißt, die Leute sind schon beeindruckt, aber sagen nichts. Und jetzt, aber er fand sie nicht. Also die können nicht darüber kommunizieren. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht. Sie ist also sein einziger Kommunikationspartner, mit dem er meint, sich verständigen zu können. Jetzt weiß ich, dass das Paradies war. Das richtige Paradies. Ja, ne? Also die anderen still hier. Ne? Warum? Wir haben schon die Vermutung geäußert, dass die anderen wahrscheinlich so in ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Vielleicht sind sie froh, dass sie da jetzt kurz in der Sonne sitzen können und sie interessieren sich nur höflich, vordergründig für das Schicksal des anderen und der muss am Ende mit seiner Uhr sprechen. So, jetzt kommen wir zu den beiden Aufgaben, die wir in diesem Video klären wollten. Einmal die Inhaltsangabe. Da ist es immer ganz gut in der Geschichte, da kommt der Titel und von wem das ist, das haben wir hier nicht aufgenommen, geht es um einen Mann. Das ist also jetzt hier unsere ganz große Empfehlung, ja, mit einer Person zum Beispiel zu beginnen. Das geht auch meistens, denn dann kann man einem Relativsatz sagen, was macht er, der Relativsatz, und dann haben wir die Küchenuhr, die er zeigt. So. Und dann kommt man auf die beiden entscheidenden Dinge, ne? Geht nicht mehr, aber schön und Erinnerung an die Liebe und Fürsorge der Mutter. Jetzt führen wir hier alles auf, was den Gegensatz kennzeichnet, beziehungsweise das Besondere, dass diese Uhr für ihn einen Wert hat. Die immer, und dann, das haben wir jetzt hier nicht aufgenommen, das müsste man natürlich da reinschreiben in die Inhaltsangabe, die immer nachts um halb drei dann nochmal aufsteht, für ihn das Essen macht und so weiter, alles klar? So, nachdem man das geklärt hat, und zwar ausgehend hier von dem Mann, so Mann, Küchenuhr und dann die Mutter, ne? Das sind die drei Dinge, auf die man zunächst eingeht. Jetzt geht es um die anderen Leute. Das haben wir nur in Stichworten hier aufgenommen, distanziert, abgewendet, als es um seine persönlichen Erinnerungen geht. Vielleicht könnte man noch sagen, sind nur vordergründig. Ja? Ich schreibe mal noch so vordergründiges Interesse. Am Ende weiß zumindest der Mann, dass die Küchenuhr für ein verlorenes Paradies steht. Und wir werden im zweiten Teil dann darauf noch genauer eingehen, im zweiten Teil des Videos. Das wäre also die Erinnerung, das wäre hier die Inhaltsangabe. Wichtig ist dabei, und das sollten wir jetzt nochmal hervorheben, kurz, so, in der Geschichte geht es um. Er zeigt, so, die anderen Leute, ne, sind, na, so geht das natürlich nicht, so, ne, sie sind distanziert. Am Ende weiß, jetzt können wir wieder unsere schöne Farbe nehmen hier, weiß, sind. Also bitte immer das Präsens verwenden. Wir machen mal hier noch eine Verbindung und man weiß, was das soll. So, das geht hier um die Sache, die man sich vorher aufgeschrieben hat. Bitte immer das Präsens verwenden. Kommen wir zum Thema. Thema sollte, hier oben steht das auch, ne? Mit Angabe des Themas ist eine Fragestellung, eine Problemstellung. Es geht nicht um das Inhaltliche, worum es geht, sondern um die Problematik. Und wir haben hier einfach gesagt, das ist immer ganz günstig zu sagen, die Frage, auch das wollen wir jetzt mal grün markieren, die Frage, dann ist man nämlich schon bei einem Problem, was einem Menschen bleiben kann, wenn er scheinbar alles verloren hat.
könnte fast auch sagen anscheinend, ne? Aber das ist ja das Besondere dieser Geschichte. Damit hätten wir diese beiden Aufgaben gelöst. Wir bringen wie immer das Ganze hier auf dieser Seite unter. Das braucht man nicht abschreiben, ne? Weil man hier bei den Infos zu diesem Video findet man den Link immer. Dort eventuell Aktualisierungen, Fehler, die wir da vielleicht noch korrigieren. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert. Denn ihr seid hoffentlich auch jetzt gespannt auf den zweiten Teil und dann vielleicht noch weitere Videos, die euch auch interessieren und hoffentlich weiterhelfen. Das wünschen wir euch jedenfalls.